Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, die Sims-Suchtis. Und wir sind hier mal wieder bei Theodor, dem Schönen von meiner 100-Baby-Challenge, mal anders. Das heißt, wir spielen hier mit einem Mann, der 100 kleine Babys in die Welt setzen möchte. Ja, wir hatten hier ein Problem in meinem Haus. Es kommt keiner auf die zweite Seite hier und ich kann es, während er dies nur als Urlaubsobjekt hat, nicht umbauen. Drum müssen wir jetzt jedes Mal, wenn wir eine Dame weiter verführen möchten, ausweichen auf die heißen Quellen. Und ich werde das dann umbauen, sobald er wieder zu Hause ist. Für den nächsten Urlaub. Er hat Hunger. Und dann lassen wir ihn mal kurz essen. Da, ein Sandwich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange sind wir noch im Urlaub? Wie es aussieht, noch 2 Tage. Nee, Urlaub verdient 2 Tage. Ja, schauen wir einfach mal, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, los, es. Damit wir was weitermachen können. Ist ja so ein bisschen Snowboard gefahren die letzten Male. Hat sich dann abends umgeguckt. Ich habe hier auch noch eine weitere Bar etwas umgebaut. Und jo. So, dann kannst du dich jetzt vielleicht mal umziehen. Deine schöne warme Winterkleidung. Da. Genau, dann mach das mal. Genau, und dann schicken wir dich jetzt über Reisen müssen wir das machen. Das ist weiter unten. Jetzt kommt mal keiner mit. Wir schauen, wen wir dort eben schönes treffen. Ja, da sollte man die Pause auch wieder wegnehmen, damit es funktioniert. Genau, und da gehen wir nämlich hier oben nochmal Snowboard fahren. Da komm, mach. Könnt gerne mal unten reinschreiben, welche Erfahrungen ihr hier so mit dem Pack gemacht habt. Also bis jetzt sind mir von diesem Pack noch keine Fehler aufgefallen, muss ich sagen. Ich hatte das mit dem nachhaltigen Leben. Das verursacht bei mir hin und wieder mal einen Absturz im Spiel. Finde ich nicht so witzig. Gehen wir mal nach oben fahren. Los. Ja, ist soweit alles im grünen Bereich. Immer eine ganz schön lange Strecke, die wir hier laufen müssen. So, da ist er. Da gehen wir dann hin. Snowboarden, leichte Abfahrt. Erstmal fortlaufend und mit der niedrigen Intensivität. Was haben wir denn da? Das ist wahrscheinlich besser. Ich weiß nicht. Wir sind zwar inzwischen auf Stufe 2, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Ah, da oben kommt auch schon wieder jemand. Die kommt bestimmt gleich runter. Schick machst du das. Wow. Ja, ich würde auch Ruhe machen. Das geht doch inzwischen echt super. Bis aufs Anhalten. Oh, oh, oh.
Jetzt müssen wir mal hier so die Gegend ein bisschen beobachten. Wenn uns was Schönes über den Weg läuft, dann halten wir mal an. Können wir ein bisschen schneller da hochfahren. Ah, da kommt sie schon wieder. Stopp. Wir machen mal Stopp. Oh, guck mal, da ist jemand. Oh, guck mal, die kennen wir wohl schon. Wer ist das? Wer ist das? Ah, stopp, stopp, stopp. Ah, hier. Ach, klar. Apago Prisa. Chima. Und da kommt auch noch jemand. Eine Marina? Was war das? Marina Hermanns. Hermanns, Hermanns, Hermanns. Wow, kommen ja richtig viele. Hier, die fahren schon wieder alle weiter. Guck mal, dabei wirst du da schon. Gucken die alle nach dir. Theodor, ich habe den passenden Job für dich in der Schauspielschule. Ja. Nach Karriere können wir mal fragen, was macht die denn? Hermanns, haben wir Hermanns schon gehabt? Ich gerade mal auf meine Liste gucken mit den Babys. Kann ich jetzt gar nicht sehen. Jetzt mal einen Witz. Und vielleicht treffen wir die nachher nochmal und dann gehen wir nochmal unter Kennenlernen und dann fahren wir nochmal ein bisschen und dann schauen wir mal. Ah, die Warteschleife ist voll. Okay. Komm, dann mach das mal ein bisschen schneller. Alles abhaken, das ist ja sowieso nicht mehr da, ne? Die ist Hausfrau, okay. Muss man da weiter nach da vorne klicken? Ja, auf leichte Fahrt. Fortlaufend. So. Los geht's, fahren. Was hat er denn jetzt? Ist traurig. Ja, ja, ja. Okay. Ein Glas Nektar trinken. Ah, das können wir heute machen. Da können wir mal unten in das umgebaute Ding gehen. Ah, ja, also. Damit hapert's noch. Da. Und jetzt gehen wir wieder schnell nach oben. Mann, bist du geknickt hier. Ich glaube, danach hören wir auf. Dann müssen wir den erstmal glücklich machen. Hunger hat er auch wieder, ja. Dann gehen wir in die Bar. Können wir uns vielleicht noch mal ein paar schicke Damen mitnehmen. Jetzt haben wir ihn verloren. Theo, wo bist du? Super gemacht. Guck mal, stehen geblieben. Ganz klasse. So, wir gehen jetzt in die Bar. Wir reisen. Telefon reisen. Ah, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn gesehen? Wen können wir denn mitnehmen? Hermann war das doch, ne? Da, Marina Hermann. Die nehmen wir mal mit. So, und dann habe ich umgebaut. Hier unten das Teil.
Da habe ich eine Tanzfläche reingehauen und eine Karaoke-Bar, diese Karaoke-Station, ich mag die einfach. Das ist echt ein tolles Teil, finde ich. Bringt richtig Spielspaß, also ist aus dem Großstadtpark. Ich denke eigentlich, das ist ein Park, was man, wenn man noch gar nichts hat, sich zuerst anschaffen sollte, weil, also, ich finde es einfach toll, das macht einfach Spaß. So, meine Süße, jetzt kriegst du erstmal den Tag verschönert. Streiten wollen wir nicht. Wir können vielleicht mal Fotos teilen. Und dann kannst du dir mal ein anderes Outfit anziehen. Hi, das mit dem schicken Pulli, guck mal. Dann könnt ihr hier oben, gibt's dann ein Getränk bestellen. Ein Lieblingsgetränk. Was auch immer er gerne mag. Schauen wir gleich mal. Und Hunger hat er auch. Mir gibt es auch was zu essen. Zu essen bestellen. Was sind wir denn da mal? Och, eine Currywurst, da wird einem wieder warm. Ah, Marine, wo bist du? Und die kommt, okay. Jongi, Frim Varo. Kedab. Hina. Lamush Ulok. Kuis Neuch. Oh. In a prob. Sipola. Fuizok. Yes, through ya. Yeah, bem me. Shiv new noible. Fime mosh. Sangala. Kriegt er sein Zeug oder wie sieht das aus? Sebrim. Jarjuk. Okarau. Issia. Osgoop. Manchmal wird der Boden hier so merkwürdig, ne? Was ist das denn jetzt? Wenn du näher dran gehst, wird der Boden so komisch. Genau, und da kommt deine Currywurst, genau, und dann kannst du dich da auch wieder hinsetzen. Sitzen und plaudern. Genau. Das ist wieder aufgestanden. Ja, setz dich mal dahin, genau. Kann eine lustige Geschichte erzählen, vielleicht wird das dann. Und dann können wir gleich ein bisschen singen. Da habe ich eben die Karaoke-Station stehen und ich habe hier eine kleine Tanzfläche hingetan. Ich glaube, ich habe sogar, genau, einen Busch habe ich auch dazu gesetzt. Samba. Dag Dag. Sibawum Florib. Bwes Brainum. Bempi, Yorid. Janib Shrofa. Seneke. Nidfa Payfin. Komm, dann machen wir mal ein Duett singen. Yabasu Plinga. Popmusik einfach. Da, mach mal. Entret. Baru Shinisi Buffet. Lunch. Okay. Pifatel by Faintura. Dag Dag. Abano Plerum Ganera. Kisana Bara. Dag Dag. Nona Fej. Yasharu. Tariq. Biraf. Elnoib. Ja, du musst das mal beenden. Und dann gehen wir jetzt mal singen. Los, gehen wir singen. Buniata, John Joe Zanessa, Bahira. Zisamba. Malinay. Ubna
Der braucht unbedingt wieder eine Frau. Der ist ja ganz traurig. Upala Gorf, Upala Zembi, Upala Twee, even Zippy Tau. Baruni Spoy, Baruni Wembi, Etta Bay, Zippy Tau, Ebony Marboon Jows, Zumgama Leptu, Gobi Day, Zumgama Bloisu. Mal gucken. Oh, da ist der falsche Schalter. Lappen. Ja. Kann man jetzt was machen? Ja. Er will sich über Probleme beschweren. Dann suchen wir das einfach jetzt mal raus. War das vielleicht schon direkt da? Ah, da. Guck mal. Und da bittet die auch mal um Rat. Und vielleicht kann sie sich ein bisschen aufmuntern. Ich weiß ja nicht, was er für Probleme hat. Habenor Sacquinario. Rinka Shalbo. Obani. Jessene. Jalurba Kitsuni. Zimze Quo Haben. Techtelmechteltechniken kritisieren. Oh Gott. Ja. Garantiert nicht. Aha. Ja, jetzt ist er wieder glücklich. Komm, dann könnt ihr nochmal ein Duett singen. Dann nehmen wir diesmal ein Country und dann ist sie nicht mehr da. Was ist das denn? Wieso geht die? Die darf nicht gehen. Schmeicheln. Komm, Hände küssen. Wo ist sie? Wo ist sie? Oh, eine Rose anbieten. Loonies, Gelsi, Nepa, Froom Shaby, Bitten abzuhängen, Segluna Vool, Anja Yitka, Umarmen, Borb, wo er die immer hernimmt, die ganzen Rosen. Oh, Cardool, Nor, Vadish, Oh, Kimba, Skibaro, Deshibi, Namil, Lockswing, Ah, sie kann noch einen Moment bleiben, das ist doch schön. Na, Knuddel. Romantisch. Händchen halten, geht das? Betören. Das können wir jetzt machen. Jetzt kriegst du wieder einen Arm aufs Pfeil ab. Romantisch. Ein Kusshauch. Ogeriz. Ben Kira. Küssen. Amsum. Rogaba. Mir nee. Narabu. Dann gehen wir noch mal romantisch. Flurbis. Ich weiß nicht, ob er Mistelzweig ist. Haben wir hier Mistelzweige? Keine Ahnung. Wir suchen den Busch. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Segenaya Flurvy. Oh, guck mal, was hier für eine hübsche Rumpel. Yazoo! Bimbus! Oh. Oh. Oh.
Stopp, 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 stopp. Du bist noch nicht entlassen. Über Nacht, das ist ja echt das doof mit dem Haus. Techtelmechtel im Bus. Geht das? Ich glaube, die ist müde. Oh, ja. Das geht. Das ist so super. Vielleicht kann er hier und da doch ein wenig einen Urlaubsgruß hinterlassen, an dem man sich dann ein ganzes Leben lang daran erinnert. Schiffler, Aha. Angie! So. Das gewohnte Bild in meiner Challenge. Ein wackelnder Busch. Eine wackelnde Dusche, ein wackelnder Schrank. Sprießende Herzchen. So, können wir jetzt hier drin auch Baby machen? Baby machen können wir auch. Ja. Genau, das hat ja dann schon mal funktioniert. So. Und jetzt setzen wir eins oben drauf. Jetzt werden... ja. Trigar. Was ist das denn? Die ist zu müde. Die ist bestimmt zu müde. Oh, und er muss auch. Komm, komm, das eine Mal geht doch bestimmt noch. Ja. So, das eine Mal geht noch. Genau. Einmal reicht ja auch bekanntlich genommen. Und danach darf er nach Hause. Ja, jetzt darfst du nach Hause. Ja. Ja. Pensum für heute erledigt. Entlassen. Die Nachbarschaften hier sind echt, echt schön, ne? So mit diesen ganzen kleinen Brücken auch. Sehr schön gemacht, finde ich. Komm, lauf mal ein bisschen schneller. Genau, einmal quer rüber. Genau. Da ist er. Und dann darfst du ins Bett gehen. Schlafen. Ach, die Blase drückt ja auch. Habe ich ganz vergessen. Vielleicht sollten wir die noch erst machen. Verwenden. Und dann gehst du schlafen.
Oh, duschen muss er auch, aber das können wir morgen früh machen. Dann lassen wir das hier mal ein bisschen schneller laufen. Ah, er geht schon duschen. Okay. Dann aber jetzt schlafen. Er war noch nicht sauber. Das machen wir morgen früh. Da ging das Telefon. Heute ist Lotterie. Oh, was sieht der denn aus? Oh. Susu. Genau. Geh mal schön duschen. Ah, dann gibt's eine schnelle Mahlzeit. Gibt's dann noch Schinken-Käse-Sandwich. Wieder traurig. Warum immer noch traurig? Ah, jemand flirten. Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Eine Bar kaufen, das können wir jetzt nicht. Außerdem hast du zu Hause eine. Die ist immer noch dreckig. Komm, geh mal schnell duschen. Oh, Katzi. Meine Katzi besucht mich gerade. Die springt mir so oft auf die Tastatur und dann spricht das Ganze hier ab, das wäre nicht so gut. Geh mal kurz ein Stückchen weiter. Genau. Oh, das, genau, die ist ziemlich cool, ja? Das fanden wir auch. Das kannst du vielleicht gleich nochmal aufräumen. Was hat der, Rang 4. nee, ich glaube, wir lassen das mal, wie er ist. So. Genau, und dann können wir jetzt reisen. Mal wieder hoch an die Skistation. Wir müssen das immer auswählen, ne? Wieder warten. Da, dann können wir jetzt mal die Skistation raussuchen. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Da. Nach oben fahren. Dass du erwischt wurdest, wie du deine bessere Hälfte betrogen hast oder so ähnlich. Ja, könnte bei ihm natürlich wirklich der Fall sein, aber ich glaube, das juckt ihn gar nicht. So, dann müssen wir dich gleich nochmal umziehen. So, dann kriegst du jetzt erstmal ein neues Outfit. Da. Genau.
So, und heute machen wir das dann mal. Da. Snowboarden. Leichte Abfahrt. Fortlaufend. Dann gehen wir heute mal auf die mittlere. Und schauen, ob das funktioniert. Er fällt zwar unten immer noch regelmäßig hin, ne? Es kommt auch noch mal ein Wow. Aber ich finde, der macht das schon ganz gut. Du meine Güte. Was habe ich getan, ne? Jei. Heil angekommen. Guck mal. Doch super. Jetzt ist er wieder traurig. Warum ist er jetzt schon wieder traurig? Ausholen. Oh Mann. Da. Theo. Bist aber launisch. Jetzt springen wir gleich wieder über so ein Ding. Mal gucken, dass wir das mit der Kamera schön erwischen. Mich ist der Baum jetzt nicht dazwischen. Da kommt er gleich, der Berg. Pass auf. Boah! Oh, super! Guck doch mal, das ging doch richtig toll. Naja, aber Level 3. Mann, du kannst dich sehen lassen. Ehrlich. Kein Grund, geknickt zu sein. Das sieht schon ganz nett aus. Machen wir mal wieder etwas schneller, damit wir besser oben sind. Jetzt haben wir den verloren. Wo ist er? Da, jetzt gehen wir wieder auf normales Tempo. Was bist du hinüber? Okay. Ich glaube, wir rufen dann Marina gleich nochmal an und wir gehen nochmal in die heißen Quellen. Ah, das sieht schon gut aus. Das sieht schon gut aus, ehrlich. Mal schauen. Wow. Ah. Super. Boah. Okay. Ja, dann beenden wir das Ganze jetzt mal und wir gehen einfach in die heißen Quellen. Sind die denn da drüben? Hier hingehen. Haben wir hier vielleicht noch eine ganz fremde? Theo, wo bist du? Jetzt kommt er so langsam daher geschnarcht, weil er mal wieder schlecht drauf ist. Komm, dann rufen wir doch jemanden an. Kummer-Hotline anrufen. Okay. Ach du Schande. Kummer-Hotline. Ja, irgendwie ist keiner da. Was haben wir denn da?
die sieht aber alt aus. Komm, dann geht er mal hier duschen, schön warm in der Dusche singen. Warten einfach mal ab, ob hier jemand kommt. Oh, da hinten läuft natürlich einer rum. Hier müssen wir da irgendjemand einladen können. Gemeinsamer Urlaub, plaudern mit. Wo ist denn die Hermann? Da. Hermann, muss ich hier nochmal gucken auf der Liste? Nee. Doch! Ben! Oh. Dann hatten wir die vielleicht schon. In heißer Quelle relaxen. Wer ist denn da noch? Keiner da. Ach, sein Herz wurde gebrochen. Guck mal. Simon Tony! Yes! Das alberne Gefuchtel immer, nur wenn da so ein. Ja, ich sag mal. Mini-Sternchen irgendwie. In der Ecke ist. Ist ja echt niemand da. Was haben wir denn hier am Nachmittag? Tote Hose. Okay, Blase. Blase. Da gehen wir doch nochmal auf Toilette. Verwenden. Wo ist denn der? Urlaubsende. Urlaub dauert nur noch einen Tag. Ja, geh doch mal auf Tö. Ich kann es auch nie mehr wegmachen. Was ist das? Komm mal raus da. Das sind doch bestimmt Toiletten für Männlein und Weiblein, oder? Ja. Verwenden. Der kommt einfach nicht da raus. Wie toll du bist, möchte dich gern kennenlernen. Darf ich deine Nummer weitergeben? Ja. Da kommt was. Was kommt denn da? Oh, wer kommt denn da? Abani. Oh. Sehr interessant. Warum kommt denn der da nicht mehr raus? Ach so. Da unten. Jetzt kommt die Damengesellschaft. Jetzt gehst du erstmal da und dann gucken wir mal hier. Drehstimmung können wir mal teilen. Ach, die geht auch schon wieder. Ups. Hey, wo bist du? Ja, mit Badehose. Ja, super, ne? Outfit. Outfit ändern.
Komm, geh mit schicken Pulli. Ja, ich komm, dann gehen wir nochmal Eis laufen, oder? Oder nochmal in die Bar. Reisen. Wie war das? Avani hieß die. Dann gucken wir mal, ob wir die hier finden zum Mitnehmen. Er ist so viele, die ich ja noch gar nicht. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Avani. Da. She's got a point. Schon wieder dringend. Hunger ist da auch. Energie ist auch runter. Ich würde mich sehr freuen, mit dir Freundschaft schließen zu dürfen. Oh Mann. Ja, klar. Was machst du jetzt? Komm, reiß mal. Ach, jetzt müssen wir die wieder raussuchen. Na, die war ziemlich weit unten, hä? Huh? Ich glaube, die war noch weiter unten. Die war noch weiter unten. Find's ja nicht. Egal, wir reisen ohne und schauen, wer da ist. Gehen wir nochmal dahin. Den Urlaub machen wir heute noch fertig. Und dann fahren wir wieder nach Hause und machen da weiter. Dauert das hier? Jo. Hunger. Ja, dann ist es mal was. Das wird sich gleich füllen, denke ich mal. Essen bestellen. Da gibt heute nur Fritten. Denn dahinter? Okay. Olaba. Wamba boy, Yambalala. Grenea. Paliva Bibid. Oh, Shirsha Avery. You dump sub Legenzo. Spolip Lamena. Uh-huh. Jasapa Frip. Balco? Who's Balco Nara? Four. Spino? Yeah, oh oh, wer ist denn da? Moment, da läuft doch jemand. Ah, super. Hände küssen. Lauf mal. Lauf, lauf, lauf. Lauf, sonst ist sie weg. Da ist sie doch. Eine Rose anbieten. Händchen halten. Dann wiederholen wir das Ganze hier gerade nochmal. Ach, geht noch nicht. Müssen wir sie erst betören wieder. Romantisch betören.
Jo. Geht immer noch nicht. Geht immer noch nicht. Okay, dann müssen wir erst ein Techtelmechtel machen. Komm. Und dann geht das bestimmt wieder mit dem Baby machen wie gestern. Hast du Lust? Die Nummer von gestern zu wiederholen? Lass mich überlegen. Ja, das ist eine tolle Idee. Super. Warum bist du geknickt? Eieiei. Mensch, Theo. Usma. Mal gucken, das ist ja heute der letzte Tag hier. Es geht immer noch nicht. Wir müssen noch einmal Baby machen. Ja, könnt wieder rauskommen. Guckt keiner. Genau. Dann nehmen wir das mal ein. Schmazo. Kamas. Absum. Wow. Ja, da dreht man sich um. Genau. Bezaubernd vorstellen. Marina ist weg. Gosha. Ja. Oh. Genau. Dag dag. Oh, the new chew. Manji. Süßholzraspel. Moochie peachy. Kribixta. Misser. Charky. Also dieses Kleid und dieser. Oh, einen ersten Kuss. Kriegen wir den? Mann. Ei. Ei, Ando. Okay. Ja. Ein Kuss hauchen. Und sie bär. Altraz, Fiba Deso. Aber jäg. Von Trip Nibso. Feppet Mom. Zepaid. Griffin, New Play. Contribna. Nummern austauschen. Das ist super. Die müssen wir uns mal merken. Denn die haben wir garantiert noch nicht gehabt. Ein Techtelmechtel im Busch geht. Ich weiß nicht, ob er das jetzt hier in meiner Aufnahme hört, aber heute haben wir wieder heftig Sturm draußen. Der Regen peitscht hier gegens Fenster, heute kein schönes Wetter. Gestern war es dazu ganz grau. Heute ist es etwas heller, aber... Dazu der Sturm. Das sind so Tage, wo man am besten im Bett bleibt, wo der innere Schweinhund aufzustehen und was zu tun so groß ist, dass man dann vielleicht mal am Computer hängen bleibt. Und die Folge wird heute schrecklich lang. Aber ich mach das jetzt hier noch fertig. Und da ärgert sich jemand. Wer ärgert sich? Ah ja, die, von der haben wir schon Babys, glaube ich. Ich glaube, von der haben wir schon Babys. Kannst du jetzt gar nicht finden, aber ich glaube, von der haben wir schon Babys.
Stopp, stopp, stopp. Wo willst du hin, Süße? Baby machen. Komm, komm, komm. Baby machen, Baby machen, Baby machen. Ja. Oh, 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 oh. Oh, habt ihr das gesehen? Oh. Mann, davon hätte ich eine Großaufnahme gebraucht. Boah. Oje, oje. Ja, jetzt ist er geknickt hier. Ich glaube, wir fahren nach Hause. Heute bist du erwischt worden. Hast ein paar Ohrfeigen kassiert. Das kann natürlich auch vorkommen hier. Okay. Bist du? Komm, lauf mal schneller. Ja, jetzt darfst du den Kopf hängen lassen. Es ist ja auch echt nicht nett, was du da machst. So, immer wieder Ladebalken. Und ich glaube, am nächsten Morgen müsste der Urlaub dann ja irgendwie vorbei sein, ne? Das war, glaube ich, kein guter Abschluss für den Urlaub. Ich glaube, du musst noch mal wiederkommen. Ja, es ist zu Hause einfach besser. Da kann man nach Hause gehen, da beobachtet dann einen keiner. Und alles läuft etwas heimlicher ab. Lotterie war auch grauenhaft. Ah, du hast kein einfaches Leben, Theo, hä? Was machen wir hier nur mit dir? Gibt es eine schnelle Mahlzeit? Nochmal ein Schinken-Käse-Sandwich. So. Wird gefrühstückt. Dann gehen wir nochmal auf die Skibahn. Sehr beschämt, ja. Oh, das tut mir ja echt leid. Mit jemandem plaudern am Telefon. Dann gucken wir doch mal. Plaudern mit. Wo ist die denn jetzt hier wieder? Das ist natürlich. Ah, da ist sie. Dann plaudern wir mit der von gestern Abend nochmal. Oh, das war gar nicht so, wie es aussah. Das war ganz anders. So, und dann können wir dich jetzt hier nochmal umziehen. Outfits. Outfit ändern. So, und dann gehst du nochmal oben auf die Skibahn. Ah, ne. Rang 5 sogar. Ein Koch. Nee. Koch nicht. Reisen. Reisen. So. Dann gehen wir jetzt bis zum Schluss, glaube ich, nochmal hier fahren. So, wo ist denn unsere Skihalle? Da. Nach oben fahren. Lass nochmal schneller und dann. Ach, meine Maus.
neue Maus, aber die funktioniert irgendwie ein bisschen träge manchmal in den Sims. Urlaubsende. 4 Stunden noch. Okay, in den 4 Stunden kannst du noch mal ein bisschen fahren. Snowboard, leichte Abfahrt, fortlaufend, mittlere. So. Wow, das war jetzt ein bisschen schnell. Wir möchten das ja ein bisschen langsamer beobachten. Jetzt sind wir über den Sprung schon hinaus, ne? Das ist schade. Aber das schauen wir bestimmt noch einmal. Das können wir wieder etwas schneller. Genau. So, wenn wir da oben sind, so. Und dann stellen wir das Ganze wieder langsamer. Arb! Ach, oh. Mal gucken, ob wir so schön ein Bild kriegen. Vom Sprung. Bupp. Ja, super gemacht. Sieht doch klasse aus, Mensch. Oh. Ganz toll. Lebensstil gewonnen. Mhm. Adrenalin jagend. Okay. Naja, Adrenalin jagend sollte mir dann eventuell die Schwierigkeit noch etwas nach oben stufen. im nächsten Urlaub, ne. Wo bist du? Da bist du. Jetzt bist du dran, oder? Ja. So. Geht diesmal bestimmt noch mal besser, oder? Ah! Ja, Mensch. Klasse. Ah. So. Oh, das geht anscheinend vielen so, dass sie am Ende doch noch hinfallen. Ja, ich bin selber nie Snowboard gefahren. Ich bin früher nur Ski gefahren. Kann das gar nicht sagen, ob da die Bremsung wirklich so schwierig ist, dass man sich dann, gerade wenn es vorbei ist, praktisch nochmal auf die 4 Buchstaben legt. Oh, oh. Ist aber auch ewig her, dass ich Ski gefahren bin, also. Ja, könnt ihr gerne mal unten reinschreiben. Fahrt ihr Ski? Snowboard? Habt ihr das mal gemacht? Fahrt ihr eben auch schon mal in Schneeurlaub, also in Skiurlaub? Oder seid ihr da eher der Sommertyp? Du hast die Chance ausgelassen hier, da, dieses Sprungding. Ah, da ist noch eine. Super. Ach, genau, es ist eine andere Bahn, glaube ich, ne? Sonst kam er doch immer von rechts irgendwie. Ja. Was jetzt? Jetzt fährt jemand hinten in dich rein. Genau. Das sieht immer ein bisschen merkwürdig aus. Ja. Nein, wir
brechen jetzt ab und beenden das. So. Ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Aktiviert die Glocke bei mir, weil ich immer noch unregelmäßig Videos bringe. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel Ruhe ich hier im Haus habe und wie viel Lust ich auch dazu habe. Denn bei mir gibt es wirklich nur Videos, wenn ich Lust darauf habe. Und keine erzwungenen, sondern wirklich nur, wenn ich wirklich Lust habe, das zu machen. Ja, ansonsten geht es dann jetzt hier zu Hause weiter mit den Damen, die ihr vielleicht noch erstellt habt. Vielleicht habt ihr auch noch Lust, neue zu kreieren für meinen schönen Theodor. Das Ganze könnt ihr machen mit dem Hashtag Theodors Opfer, aber das schreibe ich nochmal unten rein. Und ansonsten sage ich Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.